Hallo Aquarianer, einen schönen guten Tag. Heute werde ich Ihnen gerne etwas erklären über die Weißpünktchenkrankheit oder was wir sehen als weiße Pünktchen. Und sind das wirklich weiße Pünktchen? Ist das wirklich etwas, das wir mal in die Gedanken nehmen müssen, dass es aussieht wie weiße Pünktchenkrankheit, aber das ist nicht die echte Weißpünktige Infektion ist. Dann werde ich Ihnen einige Bilder hier zeigen, wo ich erklären kann, dass es ab und zu auch über eine andere Krankheit geht. Wir kennen alle die Ichthyophthiris multifilis, die richtige, weit bekannte weißpünktige Krankheit hier auf den Prachtschmerlen und hier auf den Schwanz von diesem Schleierschwanz. Das ist dann ein sehr oft bekannte Krankheit ist viel vorkommend in unserer Aquarien. Darüber habe ich schon mehrere Videos gemacht und ich werde unten auch mal etwas an Video-Vermeldung machen, wo Sie mehr Informationen bekommen können über die Ursache und über die Behandlung von dieser Weißpünktchenkrankheit. Und so sieht das aus in dem Mikroskop hier auf die Haut von diesem Tetraodon. Und hier im Mikroskop ist das so ein rundes Ciliat, Protozoa-Parasit, die rundschwimmt auf die Haut und die Kiemen von den Fischen. Aber das gibt schon einige Jahre, fast 8, 9 Jahre, ein neues Ichthyo, den Neo-Ichthyophthirius. Und die sieht etwas anders aus, mehr fleckig. Hier wie auf dieser Prachtschmerle. Oder hier etwas mehr gelb und größer auf diese Picoltia. Und hier diese Neo-Ichthyophthirus, neues Ichthyo, gelbisch auf diese Diskusart. Das ist, der Name ist Neo-Ichthyophthirus schlotterfeldi. Und dafür muss man auch eine andere Behandlungsmethode einsetzen. Und das habe ich auch auf einem Video erklärt, dem hier unten in die Erklärung vermeldet ist. Das ist ein neues Ichthyo hier auch auf den Ramiresi, blaues Ramiresi, Prachtschmerlen, Apistogramma, Mikrogeophagus. Und hier sieht das aus im Mikroskop, als ein sehr komisches Kern und sieht dunkler aus, ist anders in Mikroskopie. Man kann das Unterschied machen, wenn man mikroskopische Untersuchungen macht. Und das ist schon wichtig, da für diesen Parasit schon auch eine andere Behandlungsmethode eingesetzt sein muss. Aber ab und zu sieht auch die weiße Punten aus wie diese hier, auf diese Liporinus-Art, Liporinus fasciatus aus Kolumbien. Diese weißen Pünktchen sind Wurmlarven, sind Metazerkarien von Digene Trematode. Und dafür kann man keine weiße Pünktchenbehandlung einsetzen. Die sind hier einkapsuliert und kann man mit keiner Behandlung anfassen. Und sieht aus wie weiße Pünktchen und diese Parasiten, diese Würmer, werden größere Würmer sein, wenn die aufgefressen sind bei größeren Raubfischen oder Vögeln. Da ist auch die Odinium oder Weißpünktchenkrankheit, die aussieht wie Odinium. Ja, das ab und zu wird das so bestimmt bei uns. Ich sehe oft diese Bilder auf sozialen Medien ausgebildet, dass man sagt, ja, das ist die richtige Ichthyo-Infektion. Nee, das ist nicht immer so. Das ist etwas mehr kleiner und feiner und auf dem Mikroskop sieht es so aus. Es ist unterschiedlich und auch die Behandlung ist sicher ganz anders wie die Behandlung von Ichthyo oder Weißpünktchenkrankheit. Da gibt man auch die virale Infektion Lymphocystis. Hier auf den Chanda sieht man hier die weißen Pünktchen entstehen auf den Flossen, ab und zu auch auf die Haut. Und am Abstrich hat man so diese vergrößerten Supercellen, die vergrößert sind durch die virale Infektion. Auch keine Behandlung hier möglich. Ja. Darum haben wir ab und zu die Probleme, dass wir weiße Pünktchenkrankheit anfassen mit Medikamenten gegen weiße Pünktchen, aber man hat keinen Erfolg. Da muss man mal die Gedanken machen, vielleicht ist es hier eine virale Krankheit oder eine parasitäre Krankheit
oder hier die parasitäre Krankheit mit Stapsiliaten, wie zum Beispiel Epistilis. Und auf der Hautabstrich sieht man so diese Stäbchen hier, die faszinierende Stapsiliaten, die so aussieht wie Pünktchen in Anfang. Auch an einem Wandel. Damit hat schon einer Ichthyobehandler etwas Erfolg. Aber man muss das doch aufpassen, dass man die richtige Behandlung und die richtige Diagnose macht. Auch eine Sporozoa-Krankheit, wie hier auf dieser Pangasius, die blaue Hai, sieht man hier die weißen Pünktchen? Ja, ich muss genau sagen, mit unserer menschlichen Augen sieht aus wie weiße Pünktchen. Aber diese Sporozoa haben keine Möglichkeit, zu getötet zu werden mit einer Behandlung mit Medikamenten. Leider sind das Behandlungen, die mit einer richtigen Behandlung nicht möglich sind. Leider existiert, haben wir da keine Chance für. Darum zum Schluss zu sagen, eine korrekte Diagnose ist wichtig. Mit einer mikroskopischen Untersuchung gibt Ihnen in der Regel die nötigen Informationen und das kann ein Tierarzt oder kann ein Spezialist in einem Sofachgeschäft machen. Und Sie können selbst auch mehr erfahren über Diagnose und Behandlung über meinen YouTube-Kanal oder meinen Patreon. Unten gebe ich Ihnen mal die Links. Und auch die Bücher können Ihnen helfen. Ich habe mehrere Bücher über Fischkrankheiten geschrieben, über Süßwasserkrankheiten und Meerwasserfischkrankheiten. So, ich hoffe, dass Ihnen etwas die Gedanken macht, wenn ich eine weiße Pünktchen auf meinem Fisch entsteht, auf nach einigen Tagen mehrere Punkte gebe, muss man die Gedanken machen, ist das die richtige, wichtige Ichthyophthirius-Krankheit, die weiße Pünktchen-Krankheit. Die Gedanken muss man machen. Sicher, wenn eine Behandlung nach 7 oder 10 Tagen keine Auswirkung hat, wenn die weißen Pünktchen nicht weggehen oder man hat die Behandlung falsch eingesetzt oder nicht genau dosiert oder die Diagnose war nicht gut gemacht. Darum immer kritisch sein, immer gut beobachten, was passiert auf die Fische und mal die Gedanken machen, ist das wirklich Ichthyo? Ich bedanke mich.